Ein herzliches Salvete von eurem Lateintutor Martin. Thema heute ist der Imperativ 1 passiv und der Imperativ 2 aktiv und passiv. An Vorwissen benötigt ihr den Imperativ 1 aktiv. Dazu empfehle ich das entsprechende Video. Für die Passivform benötigen wir Deponentien. Beginnen wir mit dem Imperativ 2 aktiv. Es stellt sich die Frage, wozu man überhaupt zwei Imperative benötigt. Der Imperativ 2 wird auch Imperativ Futur genannt, weil er ein Befehl für die Zukunft ist und deshalb in allgemeinen Vorschriften und Gesetzestexten gebraucht wird. Ein Beispiel. Venito heißt, du sollst kommen oder er soll kommen. Nicht sofort, aber in naher oder ferner Zukunft. Wir bemerken, dass wir anders als beim Imperativ. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com